Cool. Hey Leute, wir sind auf Milos Shootingreise und heute gibt es ein ziemlich freakiges Bodypainting mit der Feuertänzerin Miga. Wilde Raubtiere gab es in unserer Unterkunft und wir mussten jeden Tag unser Frühstück verteidigen. Unsere Unterkunft war Andreas Rooms in Polonia und für deutsche Touristen perfekt, weil die Frau von Andreas aus Deutschland ist. Inspiration für dieses Design war die Maske von Andrea Bernocchi, ein Special Effects Artist aus Italien. Ich verlinke euch unten seinen Etsy Store, damit ihr mal schauen könnt, was er Tolles macht. Daraus habe ich dann mein Inspirationsboard gestaltet, das in Richtung Drache ging. Und dann ging es auch schon mit dem Bodypainting des gefährlichen Raubtiers los. Hauptinspiration für das Design war wieder mal voll das Model, nämlich Miga. Sie ist Feuertänzerin aus Baden-Württemberg und auch international unterwegs. Ihr könnt sie buchen unter ihrer Seite Miga. Auf jeden Fall ein super Modell und vor allem für den Drachen. Ein Drache muss natürlich auch Flügel haben, also habe ich seinen schwarzen Fetzen ihr festgeknotet und dann ging es auch schon mit den Schuppen los. Bei den Schuppen habe ich die One-Stroke-Technik verwendet, nämlich mit einem Pinselstrich zwei Farben gleich aufgenommen. Es ist nämlich wichtig, dass man beim Bodypainting nicht viele Ebenen an Farben verwendet, da es sonst reißen kann. Und die Haut ist elastisch, aber die Farbe eben nicht. Also beachtet das, wenn ihr beim Bodypainten keine Risse haben wollt. Ich bin ein Fan von Effektlinsen, denn sie verändern vollkommen den Look. Dann noch ein paar Steine und ein scary Make-up und Andromeda war fertig für das Fotoshooting auf den Fumarolen in Milos. Und dann ging es auch schon zur Location, wo es nach Schwefel richtig stank. On my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Wie der Hase in Alice in Wunderland kamen wir durch einen Tunnel und kamen dann auf einen Platz, der von Schwefel nur noch so dampfte. Stop.
Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und würde mich freuen, wenn du ein paar Daumen nach oben klickst. Auf jeden Fall vielen Dank auch an meine Patreons, die dieses Video sozusagen unterstützen. Und auch an die tollen Fotografen, mit denen die Reise einfach so viel Spaß gemacht hat. Also, ich freue mich, dich das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Adventure. Bye. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Jetzt musst du in die, hier reinbeißen, du bist ein Vampir. Achtung, läuft. Und stirb, stirb, los, los! Ja.